Herzlich willkommen, liebe Zuschauer der Hemradio Online 2020, Funkfreunde und Technikinteressierte. Wir haben eine tolle Begrüßungsrunde, die wir Ihnen jetzt vorstellen dürfen. Zuerst dürfen wir ganz recht herzlich begrüßen Petra Rathgeber von der Messe Friedrichshafen. Herzlich willkommen, Frau Rathgeber. Dankeschön, herzlich willkommen auch. Dazu gehört eigentlich der Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, der Herr Klaus Wellmann, ist aber verhindert, wird aber noch mit einem Videobeitrag auch ein Begrüßungswort sprechen. Als nächstes darf ich begrüßen von der USGA in der Schweiz, der Schweizerische Amateurfunkverband, HB9 IQ Y, also India Quebec Yankee, den Daniel. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag oder guten Abend miteinander. Freue mich auch hier mitzumachen. Ja. Und dann darf ich begrüßen vom Österreichischen Versuchssenderverband ÖVSV den Präsidenten Mike Zwingel, Oscar Echo 3, Mike Zulu Charlie. Herzlich willkommen, Mike. Herzlich willkommen zusammen. Ja, und zu guter Letzt den Vorsitzenden vom Deutschen Amateur-Radio-Club e.V., Christian Enzfellner, Delta Lima 3, Mike Bravo Golf. Herzlich willkommen, Christian. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ja, wir freuen uns sehr auf diese Hemradio Online 2020, was ganz Neues. Ich fange gleich mal mit Frau Rathgeber an, weil Frau Rathgeber vertritt ja die Messe Friedrichshafen, wie gerade genannt. Und da sind wir nun mal nicht, sondern ist was ganz anderes, ein ganz anderes Konzept. Frau Rathgeber, es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele Dinge, die wir fragen könnten, aber ich denke, es sollten ein, zwei, drei Punkte sein, wo der Zuschauer vielleicht Interesse daran hat. Wir haben sonst wahnsinnig viele Aussteller auf der Messe. Die gibt es so jetzt, wie wir es kennen, natürlich nicht. Wie haben die Aussteller auf die Nichtdurchführung der Hemradio reagiert? Ja, es war natürlich für uns auch sehr bedauerlich, wo wir das bekannt geben mussten, dass wir die Hemradio aufs nächste Jahr verschieben mussten. Aber die Aussteller waren sehr verständnisvoll und wir mussten jetzt einfach diese Richtlinien der Behörden umsetzen und da hat jeder Verständnis gezeigt, was wirklich sehr, sehr schön war. Das ist ja ein positiver Aspekt. Da kommt gleich die zweite Frage, hat auch wieder mit den Ausstellern zu tun. Welche Bedeutung hat die Hemradio insgesamt und auch unter normalen Verhältnissen für die Branche? Also die Hemradio ist eine der ältesten Messen, die hier in Friedrichshafen normalerweise stattfinden. Es kommen Aussteller aus der ganzen Welt zu uns, aus 52 Ländern. Und die Hemradio ist natürlich zu Recht die Nummer eins in Europa, was den Amateurfunk angeht. Es sind natürlich zum einen die Aussteller mit ihren Produktneuheiten, das tolle Rahmenprogramm, wo von unserem Partner, dem DRC, organisiert wird. Und natürlich auch den Flohmarkt muss man natürlich auch noch sehen als dritten Part. Das Potenzial, was in einem solchen Thema steckt, an der virtuellen Messe, ist ja was, wie ich gerade sagte, schon was ganz Neues. Wie sehen Sie das Potenzial? Also wir haben uns natürlich den schnell entschlossen, wo klar war, dass wir die Hemradio dieses Jahr nicht wie geplant in Friedrichshafen stattführen lassen können. Wie können wir trotzdem weiterhin in Kontakt bleiben, Aussteller mit Besuchern zusammenzuführen? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, eine virtuelle Hemradio zu veranstalten. Das heißt ganz einfach, Aussteller haben die Möglichkeit, trotzdem Neuheiten und Produkte uns zu melden. Sie sind bei uns auf der Homepage gelistet und ganz tolle Rahmenprogrammpunkte natürlich, wie das Bodensee Treffen wird weiterhin vom DRC organisiert mit dem Hemradio Online, ein neues Tool auch. Und so bleibt man natürlich trotzdem in der Branche in Kontakt. Und natürlich das Thema oder das Motto des Amateurfunks ist natürlich auf Distanz trotzdem sich nahe zu sein. Ja, eine ganz tolle Sache und auch einfach zu finden. Einfach auf die Messe Friedrichshafen klicken. Den entsprechenden Link findet man ja sehr, sehr schnell über die Suchmaschine, wer es nicht kennt. Und dann gibt es schon sehr schnell angeboten die entsprechenden Produkte, die eben Frau Rathgeber angesprochen hat. Auch die Verlinkung natürlich zum ideellen Träger der Hemradio, zum DARC. Genau, Ja, richtig. ja. Die Prognose für die Zukunft, die Hemradio 2021, wir wissen ja alle noch gar nicht so, was so richtig passiert mit Corona und weiteren. Wie sehen Sie die Prognose?
Ist natürlich schwierig, jetzt irgendwie eine Prognose abzugeben, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir 2021 wieder die Hemradio direkt in Friedrichshafen stattfinden lassen dürfen. Der Termin steht auch schon fest, es wäre 25. bis 27. Juni 2021. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass sich einfach die Rahmenbedingungen dahingehend ändern, dass wir wirklich das wieder stattfinden lassen können. Aber natürlich an erster Stelle steht natürlich die Gesundheit der Aussteller und Besucher. Daran müssen wir einfach natürlich denken. Und die kommen ja, wie gesagt, weltweit zur Messe. Von dem her muss man natürlich auch schauen, was in anderen Ländern passiert, wie sich da auch die Entwicklung von Corona, ja, wie das weiter voranschreitet. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir 2021 wieder in Friedrichshafen wie gewohnt die Hemradio stattfinden lassen dürfen. Alleine das zu hören, wird die Funkfreunde und die Technikinteressierten mit Sicherheit sehr, sehr freuen. Darf mich erstmal ganz recht herzlich bedanken, dass Sie auch hier in dieser Begrüßungsrunde für die Hemradio Online 2020 uns zur Verfügung stehen, Frau Ratgeber. Herzlichen Dank. Danke Ihnen und viel Spaß auf der neuen Homepage. Das werden wir bestimmt haben oder den werden wir haben, mit Sicherheit. Man kriegt ja schon ganz viele Rückmeldungen. Ich darf das Wort jetzt weitergeben für eine Begrüßung an den Vertreter der USCA an HB9, ein India Quebec Yankee. Daniel, bitteschön. Guten Abend. Es freut uns riesig, dass wir darauf teilhaben können an dieser virtuellen Messe. Und es ist eine super Idee, dass ihr das wirklich tut. Und auch der Technik, die dahinter steht, da lässt auch Amateurfunk ein bisschen durchscheinen, weil auch ich musste mir zuerst hier alles wieder zurechtlegen, wie und was und wo, dass ich was mache und einrichte, damit ich überhaupt hier teilnehmen kann, obwohl das mit Amateurfunk selber nicht viel zu tun hat, wenn man das über Handy und über alles macht. Aber es ist die Beschäftigung mit der Technik und ich bin jetzt hier in der Sektion Zug, darum war es vorher ein bisschen lärmig. Wir haben heute Amateurfunkabend. Das ist das erste Mal, dass wir uns wieder treffen dürfen hier in der Corona-Zeit, weil der sehr gelockert wurde. Und umso mehr freut mich, dass ich das auch heute Abend vorstellen kann, da von der Goldgruppe, damit man auch auf diese virtuelle Hemradio zugreift. Ja, und ich wünsche allen gutes Gelingen und möglichst viele Besucher auf der Homepage. Ja, herzlichen Dank, Daniel, für die Begrüßung. Ich darf die Zuschauer um Entschuldigung bitten. Wir haben einen leichten Versatz in der Synchronität, aber ich denke, die Audio haben Sie entsprechend verstanden. Das nächste Wort geht an den Mike Zwingel, an den Präsidenten des ÖVSV. Bitte schön, lieber Mike. Mikrofon bitte einschalten, Mike. Jetzele. So, herzlichen Dank. Ich darf im Namen des Österreichischen Versuchssenderverbandes, der Interessensvertretung der österreichischen Funkamateure, auch alle Besucher der Hemradio 2020 herzlich willkommen heißen. Auch wenn wir das diesmal virtuell tun. Ich werde das Wort Virus nur in den Mund nehmen im Zusammenhang mit Virus zum Thema Amateurfunk. Also wir alle haben ja mehr oder weniger stark ausgeprägt einen Virus in uns, nämlich die Begeisterung am Amateurfunkdienst teilzunehmen. Und das lassen wir uns auch heuer nicht nehmen. Und von daher bin ich sicher, dass wir 2020 auf der Hemradio auch eine Vielzahl von ganz interessanten Themen zeigen werden können. Und dazu möchte ich alle einladen und herzlich begrüßen. Ja, Mike, herzlichen Dank für auch diese Begrüßungsworte. Und ich denke, die Zuschauer werden das beherzigen und fleißig die Beiträge klicken. Ja, nun kommen wir zum Vorsitzenden des Deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V., zum Christian Enzfellner, DL3 MBG. Christian, auf ein Wort. Ja, einen schönen guten Tag zusammen. Sehr geehrte Vertreter der Messegesellschaft, liebe Frau Ratgeber und der Herr Wellmann, der später noch dazukommt. Lieber Michael, Ö3 Mike, Zulu, Charlie, der Präsident des ÖVSV und der Daniel, HB9 India, Quebec Yankee, Mitglied im Vorstand der USCA. Ich freue mich ganz herzlich, euch hier begrüßen zu können zur ersten Ausstrahlung der Hemradio Online in 2020. Und ich hoffe, dass es eigentlich die letzte ist, dass wir uns dann wieder persönlich treffen können. Und es wird sicher spannende Vorträge sein. Was wird die Zuseher alles erwarten an diesem Wochenende?
Es gibt weit über 60 Stunden an sehenswerten Vorträgen, an Preisverleihungen zur DRC-Clubmeisterschaft, zur IAU-Contest-Pokale für Oktober- und September-Contest, die internationalen Auswertungen dazu, Interviews mit verschiedenen OMs und YLs. Und, aber auch zu sehen ist die Software-Defined Radio Akademie, die auch ein Teil der Ham Radio Online ist in diesem Jahr. Sicher kann die Ham Radio Online das persönliche Treffen nicht ersetzen, aber sie kann doch ein wenig den Flair von der Ham Radio ein bisschen vermitteln. Und dazu wünsche ich sehr viel Spaß. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei den beiden Video- und Technikteams. Das ist einmal das Team Faszination Amateurfunk aus Baunatal und bei Markus Heller und Sebastian Kipp aus München, die das Münchner Technik- und Videoteam sind. Ich denke, wir werden viel Spaß haben. Es wird sicher ein sehr kurzweiliges Wochenende werden. Ich hoffe, wir haben uns oder alle Zuseher haben sich gut ausgerüstet mit Chips und Cola und anderen Getränken, die man so braucht, um durchzuhalten, um die 60 Stunden da reinzuziehen. Aber die Ham Radio Online wird später ja auch noch dann zur Verfügung stehen, dass man das irgendwann auch nochmal nachsehen kann, das Ganze. So, hiermit eröffne ich damit die Ham Radio Online 2020. Ich wünsche allen sehr viel Spaß, bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Jahr dann wieder in Friedrichshafen live oder ja, und freuen uns dann schon wieder auf das persönliche Treffen in Friedrichshafen. Ja, herzlichen Dank, Christian, für die Eröffnung in Anwesenheit der beiden Nachbarverbände und der Messeleitung Friedrichshafen zur Ham Radio Online 2020. Hiernach gibt es noch ein kurzes Erklärvideo, wie es funktioniert. Schauen Sie sich das an und dann, liebe Zuschauer, klicken Sie die Beiträge, gucken Sie, was die Referenten, die ehrenamtlichen Referenten, die vielen Talks, was die geleistet haben, was sie Ihnen zeigen wollen. Also draufklicken und gucken. Also, bis dahin. Liebe Damen, liebe Herren, liebe Hams, wir haben eine andere Art der Ham Radio in diesem Jahr 2020, so wie ganz vieles anders in diesen Corona-bedingten Zeiten ist. Leider können wir kein Ham Radio in diesem Jahr durchführen, jedenfalls nicht live, sondern wir führen sie in einer Art digitalen Version durch. Es ist eine der Stärken von Funkamateuren, dass sie gerade in anspruchsvollen Zeiten kommunizieren können. Sie knüpfen die Kontakte über die Welt hinweg, sie pflegen ihre Bekanntschaften und sie nehmen neue auf. Das ist gerade in Krisenzeiten besonders wichtig und extrem nützlich und geht dann über den reinen Plausch weit hinaus. Wir haben auch jetzt eine Krisenzeit und da sind wir froh, dass natürlich an unserer Seite der Messe Friedrichshafen mit der Gemeinde der Amateurfunker eine Profi-Kommunikationsgemeinschaft mit uns im Boot sitzt. Wir hatten in diesem Jahr die 45. Ausgabe der Ham Radio hier live am Bodensee in Friedrichshafen durchgeführt und wir bedauern extrem, dass wir das aufs nächste Jahr verschieben müssen. Da sind wir ganz sicherlich wieder beieinander, hier in unserem schönen Messegelände. Wir werden Sie treffen, Sie werden sich untereinander treffen und miteinander austauschen können. Bis dahin bleibt uns eher die digitale Strecke und natürlich die ganzen Möglichkeiten, die Sie mit Ihren Profi-Ausrüstungen dazu anbieten können. Apropos anbieten, die Ham Radio ist schon auch präsent und zwar über virtuelle Angebote von Ausstellern mit wirklich allerbester Ware. Da können sich alle Interessenten dann einen Eindruck verschaffen und gegebenenfalls Informationen austauschen und Geschäfte machen. Und zugleich, und dann möchten wir ein ganz herzliches Dank an den DAC senden, gibt es ein umfassendes und wie gewohnt wirklich tief detailliertes und hochinformatives Kongressprogramm, was über die Art der digitalen Vermittlung dann Sie erreichen soll. Wir freuen uns aufs nächste Jahr und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.
Liebe Zuschauer der Hem Radio Online 2020, nach der Eröffnungsrede dürfen wir Ihnen jetzt einmal den Ablauf der Hem Radio Online präsentieren, erläutern, erklären, in der Hoffnung, dass Sie dann möglichst viele Beiträge von unserem Programm nutzen werden. Dazu eingeladen haben wir Markus Del 8 RDS, Delta Lima 8, Romeo Delta Sierra von der SDR Academy, aber auch Projektleiter von der Hem Radio Online 2020. Herzlich willkommen, Markus. Hallo Wolfert. Ja, Markus, wir haben die letzten Wochen viel gemacht miteinander. Wir haben innerhalb wenigen Wochen ein Programm auf die Beine gestellt. Du als Projektleiter hast die Fäden unter anderem in der Hand gehabt und hast sie noch in der Hand. Und ich denke, es wird mal Zeit, jetzt den Zuschauern auch zu sagen, wie geht das? Wie funktioniert das? Muss ich irgendwas eintippen, um einen Bericht zu sehen? Muss ich was abtippen irgendwo aus einer Zeitschrift, aus der CQDL, wie auch immer? Sei doch mal so nett und erklär ein bisschen was zu diesem Thema. Ja, also das Hauptproblem ist ja, dass wir sehr, sehr viele Zuschauer erreichen wollen. Das heißt, sehr viele Zuschauer klicken irgendwo drauf und damit entsteht sehr, sehr viel Traffic. Und es gibt ein paar so Provider, die können das sehr, sehr gut, zum Beispiel YouTube. YouTube ist da ganz großartig drin. YouTube hat eine ganz tolle Internetanbindung mit vielen, vielen Gigabit pro Sekunde. Und wenn man einen Film auf YouTube hochlädt, quasi als Multiplexer, dann kann YouTube da ganz ordentlich Stärken ausspielen. Und deshalb hat sich es natürlich grundsätzlich schon mal angeboten, so einen Provider zu nehmen. Warum haben wir YouTube genommen? Weil wir mit YouTube sehr viel Erfahrung haben. Wir haben bei der SDA auch die letzten Jahre immer schon mal Streaming-Experimente gemacht. Dann haben wir mal letztes Jahr auch mal mit dem offiziellen Stream gearbeitet. Und wir hatten also damit Erfahrung. Und dieses Mal mit Corona hat es ihm angeboten, diese Erfahrung halt auch auszunutzen. Und dann haben wir gesehen, das funktioniert gut. Und dementsprechend haben wir das vorgeschlagen, dem Christian Enzfellner. Und Christian hat dann gesagt, fantastisch, machen wir doch das. Und er hat dann auch die Kontakte hergestellt, auch zu euch. Ja. Nicht nur zu euch, auch zur Geschäftsstelle, hat alle Beteiligten da zusammengespannt, eingebunden, ja, Leute zusammenbringen, die zusammenarbeiten müssen, ist ja auch eine der Kernaufgaben von dem Vorsitzenden. Und ja, das hat ganz hervorragend funktioniert und wir haben dann auch ein bisschen abgeglichen, welches Team womit arbeitet und was sich eben hier an Software anbietet. Wir haben auch gesehen, dass von den Tools manche ihre Stärken, manche ihre Schwächen haben. Bei der Software Defined Radio Academy haben wir sehr stark auf Big Blue Button gesetzt als Konferenzsoftware. Ihr habt dann ja teilweise eine andere Software benutzt für Interviews, aber zum Schluss kommt eben da in erster Linie mal ein Video raus und teilweise wird das Video erstmal abgelegt, wenn es komplett vorverarbeitet wird. Teilweise können wir mit den verschiedenen Software-Tools, die dann auch zum Einsatz kommen, den Stream direkt an die API spielen von YouTube und damit haben wir quasi einen Livestream. Das heißt, es gibt also in einem Channel, also ein Channel ist quasi ein Benutzeraccount bei YouTube. Ja, es gibt verschiedene Channels. Wir haben da eine ganze Menge Channels im Portfolio. Und über so einen Channel kann man dann einen Livestream abspielen oder auch eine Premiere fahren, wenn man sagt, man hat also ein vorproduziertes Video und man möchte dieses Video zu einem bestimmten Zeitpunkt abspielen und halt in dem Sinn auch promoten. Also ja. Zum Beispiel zum Wochenende Hem Radio Online werden die Beiträge erst punktgenau, zeitgenau freigeschaltet. Genau, richtig, richtig. Und damit sind sie auch bewerbbar. Man kriegt bei so einer Premiere auch natürlich eine Link-URL, eine Adresse, eine YouTube-Adresse. Und das Video ist dann schon da, es kann aber noch nicht angeschaut werden. Es kann erst zu einem bestimmten Zeitpunkt angeschaut werden. Was passiert mit den vielen, vielen Beiträgen, auf die wir nochmal gleich zu sprechen kommen, nach der Hem Radio Online? Ja, die Beiträge, also wenn es komplett fertig geschnittene Beiträge sind, dann bleiben die natürlich da. Dann kann man die auch danach anschauen. Und das ist auch eine der großen Änderungen. Also wir mussten da, wie wir angefangen haben, dieses Konzept zu entwickeln, natürlich auch ein bisschen umdenken, weil wir hatten ja eine
eine Präsenzveranstaltung in Friedrichshafen, die komplett fertig geplant war mit einer ganzen Menge an Vorträgen, die jetzt nicht stattfinden konnten. Und die Frage ist dann, wie macht man daraus ein komplett neues Format? Und was wir jetzt produziert haben, ist ja keine Präsenzveranstaltung. Und es ist auch keine, wir haben keine Räume, wir haben keine Tagungsräume, wir haben keine Bühnen, sondern die befinden sich alle im Internet und sie sind alle virtuell und sie sind alle überall von der gesamten Welt aus anschaubar. Und das ist natürlich schon eine große Änderung. Das heißt im Prinzip, wenn man diese Channels sieht, also wir haben den DRC-Channel, wir haben euren Channel, den Faszination-Channel, ja genau. Ja. Wir haben den SDR-Channel, den wir schon seit Jahren, oder eigentlich seit Anfang an bespielen. Wir haben auch den Channel der Münchner Amateurfunktagen beziehungsweise das Amateurfunk-Kolloquium. Also mit diesen vier Channels arbeiten wir. Und in den vier Channels gibt es entsprechend die ganzen Inhalte. So, und jetzt ist die Frage, handelt es sich dabei um einen vorproduzierten, komplett abgeschlossenen Beitrag oder handelt es sich um einen Beitrag, der live ist oder aber der auch teilweise live ist? Und das ist genau der Punkt bei der SDA. Da haben wir so eine Mischform, weil wir natürlich Beiträge vorproduzieren, aus vielen Gründen, vor allem aus Qualitätsgründen. Und bei der SDA haben wir natürlich eine Konferenz. Ja. Und bei einer Konferenz, bei einer wissenschaftlichen Tagung, hat man immer einen Rückkanal. Also eine wissenschaftliche Tagung ohne Rückkanal, das würde ich fast mal sagen, wertlos. Ja, weil, das heißt, das Feedback ist das Entscheidende. Genau, die Diskussion ist extrem wichtig. Also eine wissenschaftliche Tagung, die eigentlich nur ein Fernsehprogramm ist, ist keine wissenschaftliche Tagung, sondern man braucht hier ein Feedback, man braucht einen Rückkanal und diesen Rückkanal, den implementieren wir, ja, so wie wir es gerade eben so können, dank Corona, ja, über den YouTube-Channel. Das heißt, die Zuschauer können dann während des vorproduzierten Videos ihre Kommentare in den Channel schreiben und die Referenten sind in dem Moment, wo der Vortrag stattfindet, im Big Blue Button Raum, lesen diese Kommentare und können dann am Ende nach dem Einspieler auch auf Kommentare eingehen und können Fragen beantworten. Und damit haben wir zumindest im Rahmen der Möglichkeiten einen gewissen Rückkanal und auch einen skalierbaren Rückkanal. Und das ist gar nicht mal so einfach. Das kann ich mir gut vorstellen. Da hängt einiges auch an Technik und an Organisation dahinter. Also wir haben die letzten Wochen festgestellt, dass mit der Produktion, Akquise, Referenten, Aufzeichnung, Terminvereinbarungen etc. unheimlich viel Zeit ins Land geht. Das ist nämlich das Stichwort jetzt Zeit. Die Hemradio Online ist ja erst so richtig spruchreif geworden, als die offizielle Absage der Hemradio Friedrichshafen erfolgt ist, aufgrund der gesetzlichen Regelungen. Und dann haben wir jetzt in, ich glaube, 6 Wochen ungefähr beide Teams jetzt die Beiträge produziert, fertig gemacht, den Sendeplan mit der Geschäftsstelle erstellt. Sag mal ein bisschen was dazu. Ja, das war eine gigantische Leistung. Also ich, du hast mich vorher als Organisator hingestellt, das klingt so groß. Also die Arbeit war gar nicht mal in erster Linie bei mir, die war bei euch, ganz klar, klarer Fall, ja. Also absolut Hut ab vor den beiden Videoteams. Die Leistung, die ihr da gebracht habt, das war gigantisch. Das ist echt umwerfend, fantastisch, was ihr da gemacht habt, ja. Meine Aufgabe war in erster Linie mal die Idee zu entwickeln, ja, das Konzept zu entwickeln, wie man eine Veranstaltung organisieren kann, in so einem Umfang, in so einem Volumen. Es ist ja, ich habe es mal neulich zusammengerechnet, wir haben über 60 Sendestunden, 60 Stunden an Material. Das wäre noch die Frage gewesen. Wie viele Beiträge, weißt du das zufällig ungefähr? Alle komplett jetzt? Ich hab noch keinen Überblick. Es kommen auch noch welche dazu. Ja, eben. Also es kommen auch teilweise jetzt noch neue Beiträge mit dazu. Und wir sind ja noch gar nicht so wirklich ganz am Ende. Und ich weiß nicht, wann wir wirklich am Ende sind. Also gefühlt sind wir schon durch. Ja? Ja. Die Hauptarbeiten sind erledigt. Wir haben, ich würde mal sagen, 90% der Beiträge haben wir komplett abgedreht. Das ist alles im Kasten, ist alles gut, alles designt, alles fertig. Was fantastisch ist, jetzt 2 Wochen davor. Das bedeutet beide Teams. Ne?
beide Teams, ja, im Wesentlichen 2 Wochen davor alles im Kasten zu haben, was wirklich wichtig ist. Das ist ganz, ganz großartig. Ist auch von der Zeitplanung toll gelaufen, super gelaufen. Wir haben natürlich noch ein paar Nachzügler. Wir haben bei der SA haben wir einen Referenten, der hat eine Schwester in Mexiko, die ein Corona-Problem hat, wo er sich um sie kümmern muss. Markus Leach, ein Radioastronom, er hat darum gebeten, dass wir zum Beispiel diesen Beitrag flexibel behandeln. Solche Nachzügler haben wir natürlich in der jetzigen Situation, das ist natürlich. Halt so. Aber das kann natürlich immer passieren, gerade jetzt, das ist ganz klar. Wichtig ist aber auch gerade, was du gesagt hast, es könnten noch Beiträge dazukommen, liebe Zuschauer. Wir haben jetzt heute am Tag Beginn der Ham Radio Online, schauen Sie in den Online-Sendeplan. Da hat sich zu dem, was in der CQDL schon bereits veröffentlicht worden ist, natürlich eine ganze Menge geändert. Das ist ja auch so bekannt gegeben worden. Aber es sollte natürlich auch schon ein Sendeplan natürlich da sein. Es sollte Ihnen auch, euch auch gezeigt werden, was kann erwartet werden. Und wie Markus eben gerade so richtig gesagt hat, es werden noch einige Beiträge abgedreht. Das verengt sich bis zum Starttermin noch. Und schauen Sie deswegen auch vielleicht sogar am morgigen Tag dann nochmal direkt in den aktuellen Sendeplan, ob sich da noch was verschoben hat. Vielleicht ein Beitrag, der Sie besonders interessiert. Ja, Markus, ich denke, das war für die Zuschauer mal ganz wichtig zu hören. Und wie es funktioniert, ist erläutert worden. Und ein Sendeplan anklicken und ich werde mit einem YouTube-Kanal verbunden, da wo das Video hinterlegt ist oder der Beitrag, der entsprechende. Der Rückkanal bei der SDRA ist das eine. Der Wunsch war auch, dass es bei den klassischen DRC-Beiträgen funktioniert. Vereinsbeiträgen nenne ich es jetzt mal außerhalb der SDRA. Das ist aber zeitmäßig so nicht zu schaffen gewesen, weil wir so eng waren, dass wir das so nicht bieten können. Wobei FA an dem Samstag komplett live streamt. Da gibt es auch noch einen Beitrag. Da wird auch noch ein Referent noch eine kleine Überraschung mit reinbringen. Aber grundsätzlich ist alles vorproduziert. Und deswegen, liebe Zuschauer, gucken, was ist noch dazugekommen, auf den entsprechenden Beitrag klicken und Sie können sich den Beitrag anschauen. Es gibt auch in dem Sendeplan noch Wiederholungen in einem anderen Kanal zu einer anderen Uhrzeit. Unabhängig davon, dass es später, wie Markus ja gesagt hat, bei YouTube dann auch zu sehen ist. Aber Sie können ja vielleicht sagen, ich möchte den Beitrag aber schon morgen wieder sehen, weil der so interessant ist. Also schauen Sie den Sendeplan. Ja, Markus, ganz herzlichen Dank an alle, die beteiligt sind und dass du jetzt auch zur Verfügung gestanden hast und die Erläuterung gegeben hast. Und dann kann ich nur sagen, auf eine tolle Ham Radio Online 2020. Auf eine tolle Ham Radio. Das war's.